bei der Familie von meinem jetzigen Freund fühle ich mich nicht so akzeptiert. Woran meinst du, liegt das? Kann sein an meinem Beruf, ne? Ich meine, das ist das Los, das du gezogen hast. Ne? Wenn ich jetzt überlege, ich habe einen Sohn und er käme dann mit einer Freundin nach Hause oder würde mir sagen, er hat eine Freundin und die wäre dann schon irgendwie in 7, 8 Reality-Shows, weißt du? Mhm. So, wo es alles nur um Dating und Knutschen und hier und da. Ich bin jetzt nicht unbedingt der konservativste, verklemmteste Typ, aber das wäre für mich auch schon so, weißt du? Ich muss ehrlicherweise sagen, also jetzt allein nach den jetzt 3 Tagen, die wir hier gerade miteinander durchleben, kann ich schon durchaus nachvollziehen, wieso Menschen generell auch durchaus Schwierigkeiten mit ihr haben und auch bekommen könnten. Wo dann die Presse veröffentlicht hat, dass wir zusammen sind, hat er halt dann so gesagt, so guck mal, so, das hat er das geschickt. Und dann hat sein Vater gesagt, so ja, darauf kannst du nicht stolz sein. Es war schon so da, kurz davor, wo ich gesagt habe, ja, wenn wir irgendwann heiraten, will ich deine Eltern gar nicht auf der Hochzeit dabei haben. Wen? Seine Eltern. Valentina, das ist nicht der richtige Weg. Ich habe wieder alle blockiert auf Instagram und WhatsApp. Wem? Die Eltern, den Bruder, die Frau von dem Bruder. Und deinem Freund? Ja. Valentina, das ist nicht der Weg. Für eine Beziehung muss man arbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, irgendwie einen guten oder halbwegs normalen, soliden Kontakt auch zu den Eltern des Partners zu halten. Das gehört dazu. Valentina. Keine Ahnung, ey. Das Erste, was du machst, wenn du draußen bist, ist entblockieren.